Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier in Transport Fever 2. Wir stehen hier gerade bei dieser Holzverladung und gucken den LKWs zu, wie sie Holzstämme einsammeln. Das machen sie sehr gut, werden voll. Hier stehen auch schon wieder 5 rum. Ja, so muss das, so passt das. Die Holzstämme werden hier vorne zu unserer Güterzentrale hingefahren, wo sie darauf warten, von unserer Mainline abgeholt zu werden. Aktuell 112. Wir brauchen auch natürlich weitere Abnehmer für die ganzen Waren, die der Güterzug mit sich rumfährt. Ansonsten wird er nämlich immer voll bleiben und kann dann auch nichts mehr aufnehmen. Das bringt ja nichts. Von daher haben wir in der letzten Folge hier zum Beispiel den hier angeschlossen, sodass also das Öl abgeladen wird von unserem Mainline-Güterzug und hier verarbeitet werden kann. Und was wir jetzt auch machen in dieser Folge, wir werden eine Stadt hier anschließen, nämlich Stonewall. Die werden jetzt hier Nahrung und hier die Ziegelsteine bekommen. Baumaterial, so. Damit wir einen weiteren Abnehmer haben. Das machen wir mit LKWs, machen uns das Leben hier so ein bisschen leicht. Und gehen mal in erstmal zu der Straße, Gebäude, Cargo. Und nehmen Warehouse Distribution Center vielleicht nicht. Das sieht aber cool aus. Aber nehmen wir für woanders. Förderband, Brückenteil, nee. Nehmen wir das hier zum Abladen. Ja, können wir einfach hierhin positionieren. Das passt soweit. Und dann hier vorne haben wir, glaube ich, schon einen LKW-Terminal. Genau. Und einmal bitte dahin. Stonewall LKW Lieferant. So. Der liefert halt alles. Haben hier ein Fahrzeugdepot. Wir müssen darauf achten, also wir brauchen die Brötchen da und wir brauchen Baumaterial. Heißt also Cargo. Einmal bitte Baumaterial und der kann alle Güter transportieren. 40 Tonnen Planwagen. Das passt doch soweit. Der auch. Der auch. Und nehmen wir noch einen hiervon. So. Stonewall LKW-Lieferant. Mehr brauchen wir gar nicht. So viel fährt hier nicht runter. Können allerdings hier noch mal ganz kurz die Straße gerade machen. Ist ja doof, wenn die ganze Zeit hier in Schlangenlinien fahren. Uah, nee, das ist auch nicht besser. Und machen einmal den hier und meinetwegen gerne hier noch mal eine Brücke. Hier wär's mit sowas. Ja, das passt doch perfekt hier rein. So, Fehlermeldung müsste jetzt auch weg sein. Ist sie auch. Unsere LKW können wieder frei fahren. Natürlich werden die erstmal lange, lange leer rumfahren, bis hier unser Mainline-Güterzug hier wieder ankommt. Keine Ahnung, wann der jetzt kommt, damit der halt hier die Brötchen und das Baumaterial dort ablädt. Genau. Okay, dann haben wir schon mal eine Sache geschafft. Gar nicht mal so schlecht. Gucken hier nochmal. Jo, das passt soweit. Der wird jetzt natürlich auch lange Zeit erstmal leer fahren, bis eben besagter Mainline-Güterzug da ist, um mal hier so ein bisschen Öl abzuladen. Hoffentlich hat er auch welches dabei. Wo ist er denn eigentlich? Wo ist er denn eigentlich? Gibt es hier irgendeinen weit und breit in der Nähe? Da. Was hast du so geladen? Baumstämme? Ja, toll. Bringt uns nichts. Stein bringt uns nichts. Kunststoff bringt uns leider alles nichts. Außer, Moment, was hat er jetzt geladen? Der hat Stein, Kunststoff und irgendwas anderes auch noch. Die Holzstämme. Da. Ich mach mal Pause. Wir könnten natürlich. Ah, das ist jetzt so weit weg. Aber wir könnten theoretisch von hier aus mit einem Zug einmal hier
das verbinden, sodass wir die Steine hier direkt abladen können und daraus Baumaterial gemacht werden kann, das wieder hier zurückgebracht werden kann. Wie würde denn eine Strecke aussehen? Wir könnten einmal hier so praktisch außen rum, dann hier einmal gerade durch, hier gerade durch, einmal die Berge unterqueren und da rein. Ja, machen wir so. Machen wir so. Haben hier vorne die beiden Gleise frei. Ich würde sagen, die nehmen wir mal und ich lasse mal das Spiel jetzt auf Pause, damit wir die nächste Lieferung auch nicht verpassen. Dazu einmal bitte die Gleise und wir wollten ja hier rechts von der Straße praktisch folgen. Also einmal so. Einmal hier rein. Einmal da rein. Einmal bitte weiche. So. Genau. Dann einmal hier runter. Ja, andocken müssen wir jetzt nicht. Und dann müssen wir wie denn fahren. Wir hätten auch natürlich auch so fahren können, ne? Aber jetzt haben wir mal auch Gleise in diese Richtung. Wir fahren hier so einmal lang und dann schlagen wir hier die Kurve. Heißt also, wir fahren hier noch so ein bisschen weiter geradeaus. Also irgendwie sowas. Genau. So. Und dann jetzt hier einmal so um die Kurve herum. Gerne mit einem anderen Tunnelportal. So. Und jetzt hier einmal geradeaus entlang. Und zwar, nein, das wollte ich genau nicht. So. Und zwar einmal so. Dann direkt hier runter. So, bis hier hin. Kommt hier auf den Boden aus? Ja, das ist Bodenhöhe. Einmal gerne ein anderes Tunnelportal, nämlich hier das da. Ja, klar, natürlich gibt's da ein riesenlanges Tunnel, aber langen Tunnel. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn wir hier so in den Alpen unterwegs sind. Ne? So. Und dann hier jetzt einmal die Kurve kriegen. Und zwar nicht im metaphorischen Sinne, sondern im wörtlichen. Und dann brauchen wir hier allerdings auch einen Bahnhof. So. Bahnhof. Nehmen wir den. Positionieren den hier hin. Hier können wir gerne, glaube ich, aufschütten. Jawohl. So. Wo sind unsere Gleise? Da vorne sind unsere Gleise. So. Einmal hier entlang und dann einmal die Straße bitte weg. Welche Seite haben wir? So. Einmal bitte hier hin und einmal bitte dahin. Dann gehen wir noch kurz die Straßen zurück. Und zwar machen wir das mit einem Bahnübergang, nicht mit zweien. So. Und hier vorne hatten wir auch noch eine Straße, ne? Na. Einmal bitte da rein. Meinetwegen auch noch gerne ein bisschen hier so. Dann können wir der Stadt auch noch ein bisschen mit der Infrastruktur helfen. Gerne auch hier noch vielleicht so eine Straße einfach mal. Und
Die können wir hier so drüber führen mit so einer schönen großen Brücke. Nee, nicht mit so einer. Ja, genau, so eine talüberspannende Brücke. Und wohin führen wir die? Wir führen die jetzt erstmal hier hin. So, und schauen wir mal, was wir in Zukunft aus dem machen. Huiuiui, das ist aber eine Abschussrampe. Aber soll es geben, zumindest hier auf unserer Karte. Okay, dann können wir jetzt noch kurz die Signale setzen. Beziehungsweise brauchen erstmal hier noch eine Weiche. So nicht. Ja, so. Signale. Einmal hier hin. Einmal gerne ein Ausfahrsignal. So. Da können wir unzählige Züge theoretisch auf die Strecke setzen. So. Und jetzt sind wir auch schon gleich da. Nehme ich dann einmal hier bitte eins und gerne dorthin. Und meinetwegen auch noch gerne ein Ausfahrsignal. Ah, ich wollte gar nicht von hier bauen. Ich wollte eigentlich diese Gleise hier nehmen. Moment. So. Dann einmal hier die. Ja, nehmen wir das einfach mal komplett weg. So. Und jetzt nochmal hier ein Signal und dort ein Signal. Dann ist das eine neue Linie, nämlich von hier nach hier unten. Und dann ist das was ist denn das? Baumaterial eigentlich. Baumaterial. Lieferer GZ Stonewall. Okay, dann brauche ich jemanden, der Baumaterial und Steine transportieren kann. Wir kommen mit dem Depot nicht in das Gleis rein. Sicher? Ja. Aber wir könnten uns theoretisch hier noch eins hinsetzen. Gebäude, Depot. Gerne so ein kleines. So. So, genau. Und kaufen uns einen Zug. Hier hätte ich bitte eine starke Diesellok. Ja, ich hätte gerne eine Ludmilla. Nee, nicht die Doppeltraktion. Ich glaube, Einfachtraktion passt soweit. Cargo bräuchten wir jetzt einerseits Stein, andererseits Baumaterial. Na, nicht Öl. Baumaterial. Rollende Landstraße. Errungenwagen. Nee. Ja, die vielleicht. Ah, perfekt. So, nehmen wir noch ein paar von denen. Und das passt soweit. Ich glaube, Bahnsteigslänge müsste hoffentlich passen. Das ist Treibstoff, Baumaterial. Moment. Doch, ja, Baumaterial. Baumaterialzulieferer. So, jetzt das Spiel laufen lassen. Und jetzt müsste theoretisch das Spiel erkennen, dass unser Zug, der ja entsprechend gerade Steine mit dabei hat, die ich hier abliefern kann, die werden dann umgeladen auf den Zug, den wir jetzt gerade gemacht haben, den wir gerade neu auf die Gleise schicken. Der fährt dann hier runter mit dem, mit den Steinen, bringt sie hier hin. Hier werden sie zu Baumaterialien und hier bringt der gleiche Zug die auch wieder zurück zur Mainline, die dann entsprechend das Baumaterial abtransportiert oder sie wird hier unserer LKW-Linie zugeworfen,
weil die halt eben hier runter nach Stonewall entsprechend auch noch was bringen können. Dann haben wir das angeschlossen. Haben wir eigentlich so ein paar, wir lassen so ein paar Assets. Haben wir eigentlich auch, wir haben unzählige Assets. Irgendwie so ein paar Gütergebäude, die würden noch gar nicht mal so falsch hier aussehen. Nee, das nicht. Silos. Passen Silos? Nee, altes Heizkraftwerk oder sowas vielleicht. Ja, so vielleicht hier hin. Bisschen Windenergie ist immer gut. Haben wir noch ein paar andere. So, Pi mal Daumen die gleiche Richtung ausgerichtet. Passt hier soweit. Ist ja in Realität auch so. Genau. Haben wir noch mehr Assets? Irgendwas Schönes noch? Ja, nee, Einkaufsmöglichkeiten eher weniger. Das auch nicht. Ja, so eine Stevie-Schenker-Halle. Ja, auf die Seite weiß ich nicht, weil wir eventuell da noch expandieren müssen, noch mit weiteren Gleisen. Aber hier sowas. Mit Assets gerne. Ja, ne? So. Ja gut, die Geschenker. Ist jetzt nicht perfekt, aber es soll ja nur so ein bisschen als Kulisse dienen. Das passt soweit. So, ja, hier ist schon ordentlich was für die Mainline. Der Zug müsste auch gleich irgendwann da sein. Wo ist er denn? Da ist er. Der hat sogar noch ein bisschen Platz tatsächlich. Und kann theoretisch all seine Steine, die er mit dabei hat, hier abladen. Die Bahnübergang müssen wir mal dringend ändern. Jawohl. Ja, einfach mal durchfahren. Passiert den besten. Sobald er die Brücke hier verlassen hat, kann er auch deutlich schneller wieder fahren. Genau. Dann haben wir das. Sehr gut, haben wir das angeschlossen. Dann wäre Folgendes noch hier in der Gegend übrig. Ups. Und zwar Personenzuglinienmäßig könnten wir was machen. Hier Stonewall, Boulder Pass und Far Rapids. Die müssten aber noch insgesamt an das Netz angeschlossen werden. Also irgendwas muss hier noch rüber nach Clifton. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil Clifton hier oben an der Klippe gebaut ist. Einfacher wäre es, vielleicht mit einem Zug nach Lückstedt zu fahren oder vielleicht irgendwie so ein Fernverkehrszug, der tatsächlich mal wieder ganz weit hier zurückfährt in unsere alten Gefilde. Das ist ja hier, ne? Das ist ja alles schon Ewigkeiten her hier vorne, aber ja. Wir sehen auch hier, wie viel hier rumsteht für die Mainline, wenn das hier einmal tatsächlich gut läuft. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie viele Züge wir eigentlich haben. Wir haben 3 Züge. Eigentlich könnten wir meines Erachtens einen weiteren Zug draufsetzen. So. Dann haben wir das auch mal erledigt. Dann haben wir jetzt noch, keine Ahnung, wo der jetzt rauskommt, aber ist ja auf jeden Fall angenehm, mehr Züge zu haben. Das gefällt mir nicht, dass die Gleise hier im Nichts enden. Vielleicht können wir hier einfach noch eine Weiche machen. So. Okay. So, dann einmal wieder zurück zu unserem ursprünglichen Ort, wo wir gerade hergekommen sind. Nämlich hier oben. Aus Clifton, Stonewall. Mit der Güterzentrale hier. Unser Zug, den wir gerade gemacht haben, der ist auch schon hier unten. Der ist natürlich noch komplett leer. Ne? Ist ja auch klar. Aber das sollte sich dann hoffentlich bald ändern. Was wir hier noch machen könnten, wir könnten hier einen weiteren Zug hinmachen, der diese Gleise mitnutzt und hier unter anderem das Zeugs hier noch mit transportiert. Wir hätten hier noch mehr Öl.
Denn das Öl, ja, das läuft mittlerweile ganz okay. Ah, so richtig in Gang kommt das allerdings nicht, ne? Hier, ne? Oder? Also, was ist denn erstmal hier mit der Landschaft los? Einmal gerne ein bisschen glätten. So, ein bisschen abgeglättet. Wir hätten hier noch auf jeden Fall Eisenerz. Hier haben wir auch zweimal Eisenerz. Könnten wir auch mit einem LKW machen. Der fährt dann hier lang, da lang, hier einmal über den Bahnübergang und dann hier rein. Würde auch klappen. Dafür müssten wir allerdings mal die Straße hier aufwerten. Einmal aufwerten. Dankeschön. So, wo wollen wir denn? Hier, da, da. Das ist unsere Strecke. Das können wir direkt auch mit aufwerten. Für zukünftige Maßnahmen. Dann bräuchten wir einmal Gebäude. Und zwar nehmen wir mal... Ja, das passt jetzt auch wieder nicht hier so gut hin. Aber der vielleicht. So. Straßen. Mal hier anschließen. Von hier bitte einmal nach dorthin. Wie viele Terminals hat das Ding eigentlich? Zwei, ne? Da müssen wir auf Dauer vielleicht noch einen weiteren LKW-Terminal dahin bauen. Das ist dann Eisenerz, LKW-Zulieferer, GZ, Stonewall. So, sehr gut. Und dann bräuchten wir hier jemanden, der Erze transportiert. Eisenerz. Ich muss noch mehr LKWs laden. Ja, sowas hier zum Beispiel. Und dann Eisenerz. Genau. Ah, unsere Mainline ist gerade angekommen. Hat leider nichts dagelassen. Hat nichts dagelassen, aber vielleicht ein bisschen was mitgenommen, ich weiß es nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Züge und mehr Abnehmer. Denn wir können ja nicht immer nur hier aufladen, aber nie irgendwas abladen. Daher bräuchten wir... noch mehr Anschlüsse in die Städte rein. Wir könnten natürlich auch Sachen jetzt nach Far Rapids runterbringen und könnten theoretisch dafür ja im Grunde genommen hier die Mainline-Gleise nutzen. Ja doch, das ergibt am meisten Sinn und dann hier irgendwo einen Güterbahnhof hin bauen, so ein bisschen außerhalb der Stadt vielleicht, so hier maybe. Und dann Gebäude, Güterzug, so. Und dann bräuchten wir Gleise. Ich würde sagen, eine Zeit lang bleibt das hier viergleisig einfach. Na. Weil ich nicht möchte, dass die auf der Hauptstrecke hier stehen bleiben, die Züge. Haben wir das jetzt mal ein bisschen viergleisig gemacht. Einmal ausfädeln. Hätte es auch eigentlich dreigleisig lassen können. Moment, da. Da ist mein Gleis. Dann einmal signalmäßig schauen, dass das alles passt. Das gerne ein bisschen weiter nach dorthin. Dann hätte ich gerne hier eins.
Dann da eins. So. Und dann noch hier hin. Einmal dahin, einmal dorthin und dorthin. Und dann schauen wir mal, in welches Gleis wir rein können. Also das ist unsere Mainline hier. So. Fährt dann hier hoch. Wer bist du? Ach, du bist auch Mainline. Ah, schau an. Ach, ist das unser neuer Zug? Ich glaube, das ist unser neuer Zug. Genau, der fährt dann hier hoch. Und dann kann der in welches Gleis rein? Jetzt haben wir, glaube ich, mittlerweile sehr viel belegt. Ah, wir fädeln einmal aus und dann gehen wir in das hier rein. Dazu bräuchte ich wieder Gleise. Wie sieht das mit der Weiche aus? So aus, okay. Ah, nee, so nicht. So. Einmal das hier kurz wegmachen. Und einmal hier rein. Einmal den aktivieren. Und von den Signalen her passt das immer noch. Dann können wir von hier hin einmal runter nach hier hin. Ach, wir haben da schon eine Linie. Oder? Ah, nee, das ist aber auch der falsche Bahnhof. Wir wollten hier hin. Genau, wir sind hier zweigleisig. Hier sind wir auch zweigleisig. Und gehen dann hier ins richtige Gleis rein. Güterzug Far Rapids. So. Wir kommen auch von hier ins Gleis rein. Was brauchen wir? Wir brauchen Baumaterial und Werkzeuge. Das heißt also, wir nehmen uns eine Lok. Elektro. Hier Beethoven hätte ich gerne. Und dann nehmen wir Cargo, brauchen wir Baumaterial. Ja, die sind schon mal ganz hübsch mit 100 km/h. Und Werkzeug bräuchten wir allerdings auch noch. Hier, die können auch Werkzeuge transportieren. So, und du bist dann Güterzug Far Rapids. Dann müssen wir hier noch ganz kurz die LKWs machen. Und zwar bräuchten wir hier einmal bitte ein Gebäude. Können wir auch gerne hier hin platzieren. Und dann brauchen wir, ich würde sagen, der LKW, der kann hier hinfahren. So. Können wir dann mit einer Linie machen. Und zwar von hier nach dort. Das ist dann LKW Far Rapids. Bräuchten hier einmal ein Depot. Nehmen wir das hier in der Nähe der Gleise. Gebäude. Depot. Ja, vielleicht eher bei der Straße. Okay, da muss ich mal definitiv Nachschub kaufen im Steam Workshop. So. Und dann brauchen wir Baumaterial. Nicht Öl. Baumaterial. Ja, die können alles. Nehmen wir die schon wieder. So. LKW Far Rapids. Dann ist das hier im Grunde genommen abgeschlossen. Als Warenkette. Dann haben wir jetzt hier einen Abnehmer. Wir haben mehr Züge. Genau, die ganzen LKW, die fahren jetzt hier praktisch hoch und runter. Wir haben hier
ordentlich jetzt was rumliegen für die Mainline. Und hier kommt immer mehr. Wir haben hier weitere Abnehmer. Wir haben LKW, die hier runterfahren nach Stonewall. Mal gucken, wann die irgendwas bekommen. Wir haben hier einen weiteren Abnehmer, beziehungsweise Zulieferer. Und ja, werden dann in der nächsten Folge weitermachen in diesem Gebiet hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen.